Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corvin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corvin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Wir brauchen Walöl. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corvin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corvin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ja, das ist die nächste Rude gleich, Leute. Oder können wir es endlich lernen? Ja! Hier ist noch irgendein Artefakt. Zu lachen. Kannst dich nicht ewig verstecken. Hat ein Fail. Ich weiß, dass du hier bist. Augen auf und ruft einander zu, wenn ihr ihn seht. Wir wissen, dass du hier bist.
Okay, wo bist du hin? Ich werde dich finden. Oh Mann. Mann, 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 Mann. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Renn schön weiter. Der Hals da ist. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Das schaue ich mir mal besser an. Aufpassen, hier schleicht sich jemand herum. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Das wäre alles nicht so schlimm, hätte der verdammte Idiot Corvo nicht die Kaiserin getötet. Wieso ist hier niemand auf Patrouille? Seuche und die Ausgangssperre. Wie soll man da sein Geld verdienen? Nun, Mr. Pratchett, selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadtwache. Straßenbanden rauben und töten, wohin man nur sieht. Und die Weiner, pardon, die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Lord Regenten verhängten Ausgangssperre? Mich herauszufordern wird Ihnen nicht gelingen, Herr Wachtmeister. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Sicher, wie dieser Sokolov. Dem geht es prächtig. Kauft und verkauft immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher, sicher. Wenn er mit exotisch etwas so übel riechendes wie das Hinterteil einer Hexe meint, dem fürstlichen Arzt wird es auch gut gehen, bis er den falschen Mann hintergeht. Ich sollte sie alle herauswerfen, jeden von ihnen. Was hat sie sich erhofft? Ich habe ihr gesagt, dass sie nur Gesindel sind. Der Hals da ist.
Erinnere ich dich daran, dass die Wahrheit in den Gemälden steckt. Ah. In seinen Gemälden, sagt er. Ja, hey Dornseele. Müssen unbedingt Ausschau halten hier nach seinen Dingern. Mich an keinen von euch erinnern.
kann dich sehen. Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf, bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Waldknochen. Ja, ich denke schon. Mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert. Doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, mein Erscheinen vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe.